Moin zusammen. Ich darf den ganzen Quatsch nochmal sammeln. Leider hatte ich eben keinen Ton drauf, aber egal, kriegen wir auch einfach hin. Was ist in der letzten Zeit passiert? Amerika ist pleite seit dem 15. März, schieben ihre Billionen Minus vor sich her. Es stimmt tatsächlich, vor 14 Tagen ist eine Delegation in Japan und in China gewesen und wollten 60 bis 80 Billionen haben. Haben sie aber nicht bekommen, weil sie auch gefälschte Schuldverschreibungen, Staatsschuldverschreibungen hatten. Egal, kommen wir zu unseren Nachrichten. Honigmal-Nachrichten vom 27. März 2017, Nummer 1060. Wien. Helfen ohne Hintergedanken. Blauelstern nutzen jede Gelegenheit, um ihren Artgenossen Futter zur Verfügung zu stellen und das ganz ohne Gegenleistung. Sie zeigen damit eine menschenähnliche Großzügigkeit, wie sie nur von wenigen Tierarten bekannt ist. Menschen haben das auch meistens nicht. Ein möglicher Grund für dieses ungewöhnlich prosoziale Verhalten könnte sich bei den Elstern üblichen gemeinschaftlichen Aufzucht der Nachkommen sein, berichteten Biologen im Fachmagazin Biology Letters. Alterung. Da gehören viele schon von uns zu, ich auch so langsam. Alterung ist ein Prozess der nicht bewerkstelligten Entzündungsprozesse in den Zellen und Zellsystemen. Jede Erkrankung hat als Ursache eine Entzündung, also weit über 90% aller Erkrankungen, mit einer Ausnahme äußere Stumpfeinwirkungen oder Verletzungen, also Unfälle. Die Entzündungsprozesse werden ausgelöst durch Botenstoffe oder durch Stress und damit verbundenen Schließung der Zellmembranen. So können großmolekulare Zellschlacken und Schwermetalle die Zellmembranen nach außen hin nicht überwinden und die Abprodukte des Stoffwechsels reichern sich in der Zelle an. Eine Entzündung erfolgt, die bedeutet eine schnelle Art des Alters der Zelle und Absterbens. Regeneration kann nicht einsetzen, da diese Stoffe nicht ausgeleitet werden können. Ein kompletter Irrtum des Entgiftens, denn keine Entgiftung ohne gleichzeitige oder vorzeitige Entstressung. Diejenigen, die das Entgiften ohne Entstressung propagieren, handeln grob fahrlässig und gegen das Leben. Eine vorsätzliche Applikation von Stoffen, die nur die Zellen der Zelle schaden kann, weil ebenso im Zellstoffwechsel in der Zelle verbleiben müssen. Zellgeneration ist somit zu 90% ausgeschlossen. Die größten antientzündlichen Komplexe sind die Neuropeptide. Sie beheben den Alterungsprozess und initiieren den Regenerationsprozess. Und bitte selbst weiterlesen, mach unter Nummer 2. Crash und Burn. Frage, Herr Armstrong, Sie haben in den letzten Monaten immer wieder von Crash and Burn gesprochen. Wie wird das aussehen? Wird es weltweit ablaufen oder nur in bestimmten Ländern wie den USA? Wird es einen Zusammenbruch der Finanzmärkte geben, Nahrungsmittelengpässe, Gewalt auf den Straßen, alles auf einmal oder in anderer Form ablaufen? Antwort: Ich beziehe mich auf die Regierung, nicht auf die Märkte. Wir können bereits jetzt die Kernschmelze der Politik beobachten. Trump gewann die Mehrheit im Land mit Ausnahme von Kalifornien, das tatsächlich ein Lala-Land ist. Allein wäre Kalifornien die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt. Allerdings hat das Land auch einige schwerwiegende wirtschaftliche Probleme. Nie vergessen, dieses Crash and Burn bezieht sich auf den Staat, und nicht auf die Planwirtschaft. Daher liegt die Gefahr bei staatlichen Werten nicht bei jenem im Privatsektor, also Aktien, Immobilien und Vermögensgegenständen. Bis es knallt, dann wissen wir mehr. Washington, USA. Die Fed hat den Zinssatz zum zweiten Mal innerhalb von 3 Monaten um 25 Basispunkte angehoben. All das geschah in den ersten Tagen des März. Bei all der Aufregung wurde eine andere Angelegenheit weitestgehend übersehen. Die Schuldenobergrenze der USA, die 2012 bis zum 15. März 2017 vorübergehend ausgesetzt wurde, diese können nun wieder zum Problem werden. Das ist das, was ich eben angesprochen hatte. Niemand will, dass die USA tatsächlich zahlungsunfähig werden. Aber wenn das Finanzministerium seine Barmittel aufgebraucht hat
und nächste Zahlung anstehen, könnte es bereits im August 2017 soweit sein. Im Laufe der Jahre sind die Goldpreise gemeinsam mit der Schuldenobergrenze gestiegen. Mag Zufall sein, aber es könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass der US-Dollar durch nichts weiteres gedeckt ist als durch ein Versprechen der US-Regierung, die Besitzer der Banknoten auszuzahlen. Klassische Definition einer Fiat-Währung ist das übrigens. Sie versprechen es ja zwar, aber sie müssen es nicht einhalten, weil es auch keine Banknoten, naja, unser Geld sowieso hier nicht, unser Euro sind. Sie haben ein Copyright-Zeichen, aber es sind keine Banknoten. Das ist maximal nach Brückengeld. Auf jedem dieser Scheine ist eine Brücke zu sehen. Washington. Die vom VS-Senator und Sprecher des Kongress Ryan vorangetriebenen Änderungen und letztliche Abschaffung und Ersetzung des VS-Krankenversicherungsgesetzes Obamacare ist im VS-Kongress gescheitert. Einen Plan B gibt es für diesen Moment offenbar noch nicht. VS-Präsident Trump äußerte sich gegenüber den Medien und wiederholte dabei seine bereits in der Vergangenheit gemachte Einschätzung, dass Obamacare aufgrund regelmäßig steigender Beiträge und mangelnden Wettbewerbs unter den wenigen Versicherungsanbietern letztendlich scheitern wird. Sie haben eben nicht das System, wie wir es hier haben, was zwar auch nicht doll ist, aber es wird zumindest bezahlt und es werden die Kosten dafür übernommen, in meisten Fällen wie auch immer. Aber ihnen fehlt gänzlich das System oder eben auch die Kultur, die das mit hervorgebracht hat. Washington, Afghanistan. Der Befehlshaber der NATO-Mission Resolute Support in Afghanistan, General Nicholson, will in das militärische Land zusätzlich 5.000 VS-Armeeangehörige abkommandieren, schrieb die Sunday Times. Wir können es uns nicht leisten, Afghanistan zu verlassen. Eine Niederlage würde hier die Terroristen weltweit ermuntern, sodass unter ihren Bannern noch mehr Menschen scharen würde. Darüber hinaus würde die Zahl der Flüchtlinge steigen, die aus dieser Region nach Europa fliehen würde. Das ist ganz klar eine Lüge. Keiner braucht die Sicherheit eines Landes zu verteidigen am Hindukusch, genauso wenig wie in Afrika, in Mali. In Afghanistan geht es nur und ausschließlich um den Opiumhandel der Welt, der schön kostengünstig das meiste davon nach Amerika geschafft wird, der Rest kommt nach Europa. Peru. Überschwemmungen haben in Peru verheerende Schäden angerichtet. Donnerstagnachmittag erhöhte die Regierung die Zahl der Todesopfer auf 84. In der Zwischenzeit sind das wohl über 100. Während seines Besuches in den Provinzen Casma und Juan Mai gab Martin Vizcarra, Minister für Verkehr und Kommunikation, bekannt, dass der Wiederaufbau der durch Erdrutsche und Überschwemmungen betroffenen Gebiete mehrere Jahre dauern wird. Malvinen, Großbritannien, Argentinien. Großbritannien forciert die Militarisierung auf den Malvinen. Die besetzte südamerikanische Inselgruppe gilt heute, gemessen an Pro-Kopf-Ausgaben, als eines der höchst militarisierten Gebiete der Welt. 2015 forderte der britische Verteidigungsminister Fallon eine Etat-Erhöhung für das nächste Jahrzehnt zur Stärkung der Militärpräsenz auf den Inseln. Was will der Leimi da unten? Warum setzt er sich dahin? Nur eine Militärpräsenz oder eine Militärpräsenz vor den südamerikanischen Ländern zu haben? Nein. Ich könnte mir was anderes vorstellen. Black Goo? Jemen. Im jemenitischen Al-Sabeen-Krankenhaus herrschen katastrophale Zustände. Ein Arzt der Geburts- und Kinderklinik berichtete von drastischen Anstieg von Missbildungen bei Säuglingen seit Beginn des Krieges. Seit 2 Jahren bombardiert Saudi-Arabien das Land. Das Königreich gestand ein, im Jemen die international geächteten Streubomben in eingeschränkter Art und Weise und zu einer begrenzten Anzahl eingesetzt zu haben. Woher haben sie die Bomben? Von den VSA. Was sind das für Bomben? Schmutzige. Alles klar. Mosul, Irak, VSA. Während die VS-Angriffe in Mosul sich zunehmend auf dicht bevölkerte Wohngebiete im Westen der Stadt konzentrieren, gerät die Zahl der durch diese Luftangriffe Getöteten rapide außer Kontrolle. Wobei die neuesten Angaben aus dem Gebiet darauf hinweisen,
dass rund 230 Zivilisten über Nacht durch Luftangriffe der VSA und deren Koalition in nur einem einzigen Wohngebiet ermordet, gemordet, abgebombt worden sind. Türkei, Griechenland, Zentraleuropa. Während eines Heimatbesuches in Athen stellte sich der EU-Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft, entsprechend in einer gewählten Regierung einem Innenminister, Avramopoulos, der Presse. Dieser erklärte er, dass ca. 3 Millionen Personen, hallo, 3 Millionen, darauf warten, von der Türkei nach Griechenland überzusetzen, um von dort sofort weiterzureisen. Ziel dieser Migranten ist Zentraleuropa und da sich um vordringlich in den Ländern Deutschland, Schweden und natürlich Schweiz handeln soll, als die Sozialämter der Welt. Denn da kriegen sie am günstigsten, am schnellsten Geld. In Deutschland, glaube ich, noch schneller als in Schweden und in Österreich. Naypyidaw, Myanmar. Die Entscheidung des UN-Menschenrechtsrates, Untersuchungen zu Verbrechen des Militärs in Myanmar gegen die Rohingya anzustellen, hat bei der Regierung in Myanmar Wut ausgelöst. Dazu teilte das Außenministerium in Naypyidaw mit, die Bestimmung eines internationalen Untersuchungsteams zum jetzigen Zeitpunkt verschlimmerte die Lage nur noch. Das Ministerium lehnte aber Untersuchungen grundsätzlich nicht ab. Eigenartiges Land geworden. Ich kenne es noch als Burma, ich bin auch da gewesen. Heute ist eine Militärregierung da drin. Sie haben eigentlich nichts. Naja, nicht ganz richtig, außer Steine. Rubine. Boao, China. Eine Deklaration zur Förderung der wirtschaftlichen Globalisierung ist am Sonntag auf der Jahrestagung in Boao, Asien Forum 2017 veröffentlicht worden. Die Teilnehmer forderten die Regierung aller Länder und globaler Unternehmen darin dazu auf, in der Förderung des Marktzuganges, toleranten Wachstums und Wirtschaftskooperation festzuhalten. So können angeblich gemeinsamer Wohlstand und ein nachhaltiges Wachstum der Wirtschaft gewährleistet werden. Naja, auf wen achten die? Auf sich selbst, auf die Menschen nicht. Moskau, Russland. Sollten Bestrebungen in den USA, Russland vom internationalen Zahlungsverkehr SWIFT auszuschließen, Erfolg haben, so wird das ab jetzt in Russland nur sehr begrenzten Schaden anrichten. Russlands Analogen ist das System der Übermittlung vom Zahlungsverkehr, SPFS, der Bank von Russland. Die SPFS arbeitet auf der Basis des Informations- und Telekommunikationssystems der Bank von Russland. Es wurde als alternativer Kanal der Kommunikation zwischen den Banken eingerichtet mit dem Ziel, Dienstleistungen wie die Übertragung von E-Mails und Firmentransaktionen unterbrechungsfrei garantiert bereitzustellen, um Risiken, die Sicherheit und die Vertrautheit bei der Übertragung von Finanznachrichten beeinträchtigen, auszuschließen. So die Definition der Bank von Russland. Glaub mir, die Russen sind weiter und selbstständiger, als die meisten sich vorstellen können. Moskau, Washington. Die jüngsten Sanktionen gegen Russland schwächten nach Angabe des Außenministeriums in Moskau den Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Dieser Schritt ist mit Washingtons Erklärung nicht vereinbar, wonach der Kampf gegen den Terrorismus, der sich unter anderem auf syrischem Gebiet eingenistet hat, für die USA vorrangig. Im Gegenteil, dieser Schritt widerspricht völlig dieser Zielsetzung, indem er die Aussichten auf eine vielseitige Zusammenwirkung zur Vernichtung der VS und anderer Terrororganisationen untergräbt, die allen Ländern einschließlich den USA drohen, erklärte Russlands Außenamtssprecherin Sacharowa. Moskau, Königsberg, NATO. Entgegen westlicher Medieninformationen wird Russland der NATO keinerlei Berichte über die Stationierung seiner Raketensysteme Iskander in der Ostsee-Enklave Königsberg erstatten, teilte Andrei Kerlin mit, Ressortleiter Gesamteuropäische Zusammenarbeit im russischen Außenministerium. Der Spiegel hatte berichtet, die NATO habe von Moskau einen Bericht über die Stationierung der Iskander-Raketen gefordert. Kiew, ESC, Russland.
Die Ukraine hat Russland eine Bedingung für dessen Teilnahme am ESC gestellt. Natürlich sind wir bereit, alle 43 Teilnehmerländer der ESC zu empfangen, darunter auch einen Vertreter aus Russland. Russland kann einen Ausweg aus der Situation selbst finden, indem es einen Teilnehmer bzw. eine Teilnehmerin vorschlägt, der bzw. die keine Probleme mit dem ukrainischen Gesetz hat. Dann gibt es keine. Im Prinzip haben wir das nämlich alle. Aber mit der Ukraine hat sich das meines Erachtens auch bald erledigt. NATO, Baltikum, Polen. Die NATO setzt ihre geplanten Verstärkungen im Nordosten des Bündnisgebietes zur Unterstützung der baltischen Staaten und Polen fort. Nachdem die von Deutschland geführte Battle Group im Rahmen der verstärkt vorgeschobenen Präsenz in Litauen bereits im Februar mit dem Aufbau begonnen hatte, folgten nun die Briten. Sie stellten ein solches verstärktes Bataillon in Estland dar. Die erste Kampfpanzer und Geschütze wurden am Mittwoch entladen. Und heute Mittag gerade die Mitteilung, dass gestern 10, 12 verschiedene Konvois durch Mitteldeutschland gefahren sind, Richtung Osten, voll beladen mit Panzern und anderen Geschützen und Kriegsmaterial eben halt. Aber natürlich auch abends und nachts, damit nicht so viele das mitbekommen. Brüssel, EU. Die EU setzt Prioritäten, aber nicht zum Nutzen der eigenen europäischen Bevölkerung. Während die EU Millionen von Zuwanderern mit großzügigen Sozialleistungen beschenkt, fehlen die Mittel für bedürftige Europäer. Folge: Die Obdachlosigkeit steigt dramatisch an. Der aktuelle Bericht der Organisation FEANT-TSA spricht von einer dramatischen Entwicklung. Danach verschlechterte sich die Situation im Vergleich zu 2015 drastisch. Am stärksten betroffen sind London, Paris, Wien, Brüssel und Deutschland. Punkt. Nur Finnland belangte es, die Obdachlosenrate zu senken. Traiskirchen, Österreich. Der langjährige Leiter des Flüchtlingslagers Traiskirchen, Franz Schapphüttel, kritisierte in seinem Buch, dass sich die Caritas und andere Hilfsorganisationen an der Migrationswelle bereichert haben und die Politik vor sich hergetrieben. Ihnen sei es am wenigsten um die Asylbewerber selbst gegangen, sondern die hätten das Asylwerben und Asylwesen für eigene Interessen missbraucht und diesen Vorwurf wiegt am schwersten in einer Krise, schamlos verdient. Örebro, Schweden. Kurz vor seiner Pensionierung platzte dem Polizisten Springare aus Örebro der Kragen. Auf Facebook enthüllte er jetzt den schockierenden Alltag seiner Ermittlungsarbeit. Danach seien er und seine Kollegen seit über 10 Jahren wegen der explodierenden Migrantenkriminalität überlastet. Springares Enthüllungen stellten dem multikulturellen Schweden ein vernichtendes Urteil aus. Laut seinen Berichten seien es in der rund 144.000 Einwohner zählenden Stadt Örebro alleine innerhalb einer Woche auf 5 Vergewaltigungsfälle über den Tisch des Polizisten gewandert. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich ausschließlich um Männer aus dem islamischen Raum. Berlin, Bonn, Frankfurt am Main, Deutschland. Die Pläne der Bundesregierung, bei der Identitätsprüfung von Asylbewerbern auch den behördlichen Zugriff und deren Handydaten zu ermöglichen, stoßen bei der Bundesbeauftragten für Datenschutz auf schwere Bedenken, ob dieser massive Eingriff in Grundrechte verfassungsgemäß sei. Pro Asyl kritisierte am Schreiben an den Bundestag, der Gesetzentwurf schaffe den gläsernen Flüchtling. Na und? Die wollen doch was von uns, also können sie die Hosen runterlassen und das zügig. Mit dem systematischen Auslesen der Mobilfondaten ohne Grenzen zum grundsätzlich und geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung erfolgt ein Ausspähen, das verfassungswidrig sei. Dadurch kann man aber auch kriminelle Fälle schneller aufdecken oder sogar im Vorweg stoppen. Sollte mal bedacht werden und nicht immer nur grundmenschenartig dahergeblubbert werden. Baden-Württemberg. In den baden-württembergischen Haftanstalten hat sich in den letzten 2 Jahren der Ausländeranteil unter den Häftlingen von 39% auf 46% erhöht. Die Zahlen sind allerdings irreführend und verschleiernd.
so sind in den Daten nicht Menschen mit Migrationshintergrund berücksichtigt, die sich häufig selbst maximal als Passdeutsche bezeichnen. Auch die Zahl der Gefangenen im Ländle ist seit 2015 von 615 auf 7.400 gestiegen. Bielefeld, Deutschland. Beim Abitur ist Deutschland noch geteilt. Demnach befürworten 66% das Abitur nach 13 Jahren, wie es traditionell in der BRD üblich war. Für das derzeit in den meisten Bundesländern vorgesehene Abitur nach 12 Jahren sprachen sich nur noch 28% aus. Anders in den mitteldeutschen Bundesländern, dort sprachen sich 65% der Befragten fürs Abi nach 12 Jahren aus und nur 31% bevorzugten das Abi nach 13 Jahren. Die, die es länger rausschieben wollen, sind meistens die Eltern, oft minder bemittelt, meistens geistig, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist eben nicht viel drin und es sind auch, wahrscheinlich haben sie Kinder, die es nicht schaffen, das Abi zu absolvieren. Berlin, Deutschland. Alexander Dobrindt hat die umstrittene PKW-Maut durch den Bundestag gebracht. Das Gesetzespaket muss nur noch durch den Bundesrat. Deutsche Autofahrer sollen für das knapp 13.000 Kilometer Autobahnnetz und die insgesamt 39.000 Kilometer umfassenden Bundesstraßen Maut zahlen. PKW-Fahrer aus dem Ausland nur noch auf den Autobahnen. Alle inländischen Autobesitzer müssen eine Jahresmaut zahlen, die sich nach Größe und Umweltfreundlichkeit des Motors staffelt. Und vieles mehr weiter zu lesen noch unter Nummer 25. Die gute Nachricht. Wenn dir ein Fels vom Herzen fällt, so fällt er auf den Fuß dir prompt. So ist es nun mal in der Welt, ein Kummer geht, ein Kummer kommt. Es dürfte keine Steuern geben, kein Zahnweh, keine Schützengräben. Dann wäre es auf der Welt das Leben vielleicht noch schöner als wir eben. Und in nur 4 Zeilen was zu sagen, erscheint zwar leicht, doch ist es schwer. Man braucht ja nur mal hinzuschlagen, die meisten Dichter brauchen mehr. Das stammt von Heinz Erhardt. Ist doch fast dran. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Zuhören. Euer Honigmann. Tschüss.